armes Bein. Ladies and Gentlemen, ahoi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft. Was passiert hier? Oh, hallo, Error, no microchip detected. Der Roboter redet mit uns. Was? Ist ja absolut verrückt. Leute, wir sind hier heute auf einer einsamen Insel gestrandet und es sieht so aus, als wenn diese einsame Insel bald von einem Tsunami getroffen wird. Oh ja, und da müssen wir uns jetzt vor beschützen. Aber wie machen wir das? Ich weiß es doch auch nicht. Wir könnten diesen Wasserball nehmen und könnten damit wegschwimmen. Wir könnten unsere kleinen Engelsflügel anziehen und damit wegfliegen. Oder wir könnten einfach ins kalte Nass springen. Aber das ist mir zu kalt. Nein, das mache ich definitiv nicht. Okay, Leute, lasst uns mal gucken, was wir hier machen können. Da vorne ist ein Baum. Hier ist... da sind die Türen gerade erschienen. Hier ist ein Haus. Warte mal, was haben wir hier? Einen Axtkopf. Den können wir vielleicht benutzen, um eine Axt zu reparieren, weil der alleine funktioniert nicht. Hier geht es irgendwie in den Keller. Aber dafür braucht man einen Schlüssel. Das heißt, das ist jetzt auch noch nicht mal unsere Chance. Wir müssen das irgendwie anders regeln. Was haben wir hier? Leckeres Gemüse, welches ich nicht abbauen kann. Na okay, egal. Also gucken wir mal weiter. Es geht ja noch nach oben. Hier oben ist eine Art Schlafzimmer. Oh, also wenn du im Bett schläfst, dann kommen Ressourcen an den Strand. Die werden dahin gespült. Und die kannst du benutzen, um neue Items zu craften, mit denen du von der Insel kommst. Aber pass auf, jedes Mal, wenn du schläfst, kommt der Tsunami ein bisschen näher. Und mit diesem Melatonin kann man das... ist das das Bett? Das ist das Bett. So, wie geht das jetzt? Warte mal, das stand doch da gerade irgendwie... Ach so, man soll wahrscheinlich droppen... Ja, okay, wir schlafen. Oh Gott! Was habe ich getan? Der Tsunami ist da! Nein! Was habe ich getan? Das ging ja viel zu schnell! Nein, das glaubt... das kann doch nicht wahr sein. Okay, Leute, was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwas craften. Hier ist eine Workbench. Die sieht aus wie ein Villager. Okay, ich crafte jetzt einfach mal Sticks. Was können wir noch machen? Wir können die Axt machen, Okay, wir machen die Axt. So, und damit können wir Bäume fällen. Wo sind hier Bäume? Schnell, ich brauche einen Baum. Ein Baum. Okay, da ist der Baum. Hallo, Sir. Darf ich Sie bitte einmal fällen? Ich weiß, das gefällt Ihnen nicht, aber mir schon. Okay, wir haben Holz. Ah, der Tsunami ist da. Was können wir machen? Warte mal, was brauchen wir? Wir brauchen einen Stick. So, zack. Dann im nächsten brauchen wir das. Dann haben wir ein Escape-Boat. Und da ist der Tsunami. Was? Und ab ins Boot. Oh mein Gott, da kommt irgendwelche Musik. Wir haben ein Achievement bekommen. Das war unser erster Tsunami-Escape. Das ging ja mal flott, Leute, muss ich sagen. 3 Minuten ungefähr. Also, wir haben versucht, mit dem Boot zu fliehen auf die Mitte des Ozeans, aber irgendwie waren wir nicht wirklich gut vorbereitet. Also, haben wir das Ganze überlebt? Das ist die Frage. Nicht lange, denn wir werden immer noch vermisst und keiner weiß, ob wir das Ganze überlebt haben. Ja, gut. Einen Versuch war das Ganze immerhin wert. Das war das Bootende. Okay, wir haben also ein Ende hingekriegt. Okay, Leute, nächster Versuch. Dieses Mal würde ich sagen, wir machen mal unseren kleinen Help-Roboter an, der da nämlich am Strand stand. Das wäre cool. Ein Win, ein Ending. Cool, machen wir weiter. Okay, let's go. Good luck. Have fun. Und da sind wir wieder auf unserer Insel. Dieses Mal sind schon Ressourcen da. Und Schuhe. Was? Cool, das sind Flipperschuhe. Mit denen kann man schneller im Wasser schwimmen. Hey, vielleicht können wir einfach wegschwimmen. Ja, Mann. Wenn wir nichts hinkriegen, dann schwimmen wir einfach davon. Das machen wir so. Okay, jetzt lass uns mal gucken, wie dieses Mal. Wir haben eine Pirate Flag. Also, wer auch immer diese Flagge hat, die kann platziert werden auf Ziegelsteine. Da sind Ziegelsteine. Soll ich die platzieren? Hey, dann haben wir ein cooles Piratenhaus. Ich mache das auf jeden Fall. Das nehmen wir wieder mit. Wir haben dieses Mal einen Feuerstein. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll, Leute. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll, nochmal zu schlafen. Aber wir brauchen mehr Ressourcen. Im Moment haben wir nämlich gar nichts. Wir tun es einfach. Okay, bitte komm nicht zu nah, Tsunami. Bitte komm nicht zu nah. Er ist noch nicht da. Er ist noch nicht da. Alles gut, okay. Ab zum Strand. Ressourcen suchen. Da haben wir... Ja, das habe ich mir gewünscht. Leute, wir können nämlich jetzt ein Feuerzeug craften. Ich weiß nicht, ob wir das hier an der Workbench machen müssen. Ja, hier geht es. Okay, okay. Ein Feuerzeug. So, zack. Da haben wir... Aber was sollen wir damit? Was machen? Können wir das selbst weiter nochmal craften oder sowas? Ja, mit einem Bundle of Sticks. Aber dafür brauchen wir die Axt. Oh Gott, Leute, wir müssen uns beeilen. Wie machen wir das jetzt? Also, hier das. Dann haben wir die Axt. Und jetzt müssen wir Holz fällen.
Und dann brauchen wir irgendwie 10 Sticks oder sowas. Ich hoffe, ich habe richtig nachgeguckt. So, zack, das Holz der Tsunami ist da. Okay, jetzt schnell. Hier ran. Wo kann ich... Hier. Nein, ich muss erstmal die Sticks machen. Was mache ich denn? 1, 2, 3. Okay, jetzt haben wir die. Dann können wir das Bundle of Sticks machen. Da haben wir das. Das machen wir rein. Das Feuerzeug auch. Und damit haben wir eine Fireplace. Okay. Was können wir damit machen? Dieses Item... Keine Ahnung, da ist ein Fire Pit. Ich weiß nicht, vielleicht werfe ich das da einfach rein oder so. Ja! Hey, das hat funktioniert. Wir haben Leuchtfeuer entfacht. Hallo, kann uns jemand retten? Oh. Das hat funktioniert. Das war ein weiteres Ending, was wir discovered haben. Ja, es hat nicht lange gedauert, bis wir gerettet wurden. Und zwar von Himmelspiraten. Da ist eine Piratenflagge. Tja, leider haben wir das Ganze nicht überlebt. Oh. Okay. Das war wohl auch wieder nichts. Da sind wir scheinbar schon wieder gestorben. Oh, was kann ich denn hier noch? Achievements. Hey, guck mal, wir haben sogar ein Achievement schon bekommen. Get your first ending. Get 4 endings und bla 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 bla. Alles klar. Das kriegen wir nicht so schnell hin, aber wer liegt hier eigentlich? Sah der Typ nicht vorhin anders aus? Irgendwie hatte der doch keine grünen Haare, oder? Ist auch egal, Leute. Wir gucken jetzt weiter. Ich möchte gerne nochmal... Ich weiß halt nicht, was für ein Ending wir noch machen können. Wir müssen mal gucken. Wir haben jetzt, glaube ich, 2 geschafft. Wir haben 2-mal dem Tsunami nicht überlebt. Mal gucken, was das 3. Mal passiert. Come on. Und... Zack. Ah, hier sind wieder Sachen. Warte mal, was haben wir dieses Mal? Wir haben dieses Mal Wolle bekommen. Und einen Mystery Key. Der kann irgendetwas öffnen. Wahrscheinlich eine Kiste. Aber welche? Ich sehe hier nämlich noch keine Kiste. Wir müssen irgendwo nicht... Warte mal, da war doch draußen irgendwas. Ich brauche die Flippers. Wo sind meine Flippers? Mit denen kann ich schneller schwimmen. Okay, ich möchte gerne nach draußen gucken, weil da war nämlich irgendwie eine Leiter oder sowas. Wir kommen hier so schlecht rum. Zack. Und hier. Wo geht's denn da hin? Wollen wir mal gucken gehen? Wir gehen mal da runter. Wir sind mutig und gucken uns das Ganze mal an. Oh, das ist ein Marsch. Was? Die Katze hat gerade gesprochen und sagt, es ist gefährlich, alleine zu gehen. Nimm diese Schallplatte. Dankeschön, Katzengöttin. Ich danke dir. Was ist das für eine Katze? Die kann einfach sprechen. Okay, dann wollen wir mal mit der Schallplatte jetzt irgendwo lang gehen. Ich weiß nicht, hier sind so viele Sachen im Wasser, aber ich glaube, das gehört irgendwie dazu oder so. Keine Ahnung. Okay, dann gucken wir mal die Schallplatte. Ich habe, glaube ich, eine Schallplatte. Wieso komme ich da nicht vorbei? Hallo, Tippbot. Was hast du eigentlich für einen Tipp für mich? Wir können mal mit dem Bot reden. Wollen wir mal gucken. Hallo, kannst du mir irgendwie helfen? Vielleicht könntest du irgendein Rauchsignal machen. Das habe ich doch schon letztes Mal gemacht. Oder du könntest den Tsunami temporär stoppen, indem du einen Schwamm benutzt oder so. Okay, alles klar. Dann wollen wir mal, hier ist das. Wollen wir es mal reinmachen? Jetzt haben wir ein Katzenlied. Toll! Aber ich möchte kein Katzenlied hören. Ich möchte hier einfach nur weg von dieser Insel. So, jetzt hören wir auf, Quatsch zu machen hier. Hier war doch irgendwas mit einem Stück Wolle auch. Wir brauchen einen Stick. Okay, das heißt, wir müssen schlafen. Ich nehme Schallplatte wieder mit. Falls wir den noch irgendwie brauchen sollten, wir müssen einmal schlafen, Leute. Und der Tsunami ist schon zu sehen. Das bedeutet, jetzt wird's eng. Jetzt wird's super eng. Er ist näher. Okay, ich hoffe, dass da Holz ist am Strand. Wir brauchen unbedingt Holz. Ja, es liegt Holz am Strand. Sehr gut. Okay, jetzt schnell. Was müssen wir machen? Wir brauchen Sticks, glaube ich. Zumindest, weiß ich nicht, habe ich nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Und hier, jetzt kann ich einen Marshmallow auf einem Stick machen. Und was kann ich mit diesem Marshmallow anstellen? Ich kann ihn einfach droppen. Okay, dann probieren wir mal mit dem Marshmallow zu fliehen, oder? 3, 2, 1 und... Wow, das hat schon mal nicht funktioniert. Nein, der Tsunami ist da. Der Tsunami ist da. Ich schwimme einfach weg. Yeah. So kann uns doch auf jeden Fall nichts passieren. Und wir haben noch einen leckeren Marshmallow dabei. Wer sagt's denn? Das ist mein Lieblingsende. Der Tsunami holt die Insel, aber uns nicht. Ich kann zugucken. Ich kann zugucken, wie er die Insel kaputt macht. Und wir schwimmen einfach davon in die Freiheit. Ich würde sagen, das war ein ziemlich gutes Ending, was wir hier gerade haben. Die Insel wird da vom Tsunami verschluckt. Und das ist auch sehr witzig. Hier regnet es nämlich auf... Oh. Nein. 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 Der Tsunami hat mich. Der ist doch so weit weg. Ach, komm schon. Ach, komm.
komm schon. Das war dann wohl auch wieder nichts. Oh, last try. Leute, jetzt geht's ab. Was liegt am Strand? Wir müssen gucken, was am Strand liegt. Hier liegen Wolle, hier liegen wieder Eichenholzbretter und eine Piratenflagge. Okay, mal gucken, was wir damit anfangen können. Ich glaube gar nichts. Gehen wir einfach nochmal schlafen, oder? Und zack. Möchte, dass an diesem Strand jetzt ein Schwamm liegt. Komm schon, gib mir einen Schwamm. Ach, kein Schwamm. Ich glaube nicht. Wieder mal kein Schwamm. Okay, gut. Dann gehen wir eben nochmal schlafen. Ich will diesen Schwamm. Es ist mir ganz egal, was der Tsunami hier mit unserer Insel anstellt. Ich will jetzt einen Schwamm. Easy will's wissen und Easy hat einen Schwamm. Perfekt. Ich habe mich vorhin schon mal kurz geguckt. Hier vorne ist nämlich ein... Hallo. Sir, kommen Sie jetzt endlich mal raus hier? Ja, sag ich ja. Hier ist ein Giant und der tauscht nämlich einen ganz normalen Sponge und ein bisschen Glas gegen einen Super Sponge. Und dieser Super Sponge, was kann der eigentlich? Dankeschön, Sir. Und guck mal, ich kann mich so hinstellen, dass es aussieht, als wenn dieser Gigant auf meinem Kopf steht. Oh Gott, der Tsunami kommt. Es wird schon dunkel. Oh mein Gott. Was kann ich machen? Right click to use. Okay. Wir machen einfach, soll ich den Tsunami damit aufsaugen oder was? Ich weiß es nicht. Wir versuchen das einfach mal. Und? Hat's geklappt? Ja! Der Super Sponge war ein massiver Gewinnerfolg. Und er hat den Tsunami aufgesaugt. In Wahrheit hat er das meiste aufgesaugt. Nämlich den ganzen Ozean. Was? Und ich glaube, die ganzen Kreaturen im Ozean, die waren darüber sehr traurig. Oh nein. Oh nein. Wir haben den ganzen Ozean zerstört. Oh oh, das lief tatsächlich nicht so wie gedacht. Okay, Freunde, das war hier unsere Tsunami-Map. Wir haben hier 4 verschiedene Arten irgendwie gefunden, einem Tsunami zu entkommen, beziehungsweise 3 haben nur funktioniert. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ihr könnt mal jetzt in der Infokarte abstimmen, welche Art euch am besten gefallen hat. Ich schreibe euch die Arten mal oben rechts in die Infokarte, da stimmt ihr mal ab, welchen Escape vom Tsunami ihr am besten fandet. Und ja, ich würde sagen, das war es ansonsten auch mit unserem heutigen Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst wie immer einen fetten Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen um 15 Uhr in einem neuen Video. Morgen kommt wieder Minecraft Zombie. Falls ihr dieses Video aktuell heute guckt und nicht irgendwo nachguckt oder sowas, dann weiß ich nicht, was morgen kommt. Wir sehen uns morgen. Bis dann, noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta.